bisschen vorbereiten, um ins ganze Rad zu kommen oder in eine tiefe Schulterbrücke, je nachdem, was heute für dich passt oder wie deine Praxis aufgebaut ist. Wenn du an irgendeiner Stelle merkst, dein unterer Rücken zwickt, tut weh, dann push dich nicht weiter, geh lieber ein paar Zentimeter raus oder lass es einfach bleiben mit dem ganzen Rad. Wir werden es viel vorbereiten und auch vor allem die Oberschenkelvorderseiten öffnen. Nicht nur, wie wir immer denken, die ganze Zeit das Herz zu öffnen und den oberen Rücken in die Beuge zu kriegen, arbeitet auch ein ganz schöner Teil hier an der Körpervorderseite und an deinem Iliopsoas mit an der Position. Und für den Anfang kannst du dir einmal entweder den Block quer gleich nehmen für die Position oder wenn dir das zu hart ist und du keinen guten Block zu Hause hast, dann nimm dir ein Kissen oder falte deine Decke ein bisschen auf die Höhe ungefähr von der untersten Stufe deines Blockes. Und dann starten wir hier. Du kannst gerne auch schon die Playlist anmachen und dich dann einmal ablegen. Bringst den Block unter dein Kreuzbein, auf jeden Fall flächig. Dann strecken wir erstmal die Beine aus. Und dann liegt auch schon so ein bisschen von deinem Gesäß auf dem Block. Schließt du der unterste Teil von deinem Rücken und Anfang des Gesäßes, dass dein Po nicht vorne unten runterhängt. Und du hier auf jeden Fall angenehm spürst im unteren Rücken. Die Arme gerne zu den Seiten ausstrecken, die Beine schwer werden lassen, die Zehen fallen so ein bisschen nach außen. Hier gerne die Augen schließen. Deinen Atem etwas vertiefen. Zum Anfang gerne tief und hörbar ein- und ausatmen. Vielleicht die ersten bewussten Atemzüge an diesem Tag, genießt es. Wenn es für dich okay ist, wander so ein bisschen mit deinen Armen am Boden entlang, wo ist eine gute Stelle, du dich vielleicht ein bisschen länger ziehen kannst oder noch weiter zu den Seiten auseinander. Finde hier, was heute Abend für dich, für deinen Körper passt. Dann bevor du daran denkst, diese tiefe Rückbeuge und dein Herz Richtung Decke zu strecken, konzentriere dich hier auf die Ausatmung und auf das Loslassen dabei Richtung Erde, dass du hier eine richtig gute Basis und Fundament schaffst. Und vor allem diesen Punkt, den du jetzt auf deinem Block hast, lass das Gewicht da los. Und durch diesen Druck, der entsteht, massierst du dir leicht diesen Bereich an deinem Steißbein durch deine tiefe Ein- und Ausatmung.
Gerne, atme dich einmal ganz voll. Wenn du denkst, du bist voll, atme durch den Mund noch mehr ein. Und dann seufzend ausatmen. Und dann beugen wir das rechte Bein, ziehen das Knie heran. Jetzt das erste Mal, achte wirklich auf deinen unteren Rücken. Wenn es zwickt, stell den linken Fuß lieber auf. Ansonsten lass das Bein ausgestreckt und dann aktiviere dein linkes Bein. Flex den Fuß, schieb die Ferse nach vorne unten und dann zieh das rechte Knie mehr Richtung rechter Schulter. Atme hier. Und dann spür mal, dass du die rechte Hüfte ausbrechen möchte und halte das linke Bein wirklich ganz aktiv und saug die beiden Innenseiten zueinander. Dadurch dreht sich so deine rechte Hüfte wieder mehr nach vorne in eine Linie mit der linken und du bist hier ganz sicher, aktivierst dadurch leicht deinen unteren Bauch und somit schützt du deinen unteren Rücken. Zieh die Beininnenseiten zueinander. Trotzdem noch das rechte Bein zu dir ranziehen. Und dann wechsel die Seiten. Spür hier, stellst du den rechten Fuß auf oder lässt das Bein ausgestreckt. Wenn die rechte Ferse am Boden ist, flex wieder den Fuß. Bein ist ganz aktiv. Und dann lass erstmal die Hüfte so ausbrechen. Zieh das linke Knie maximal zur Brust, wie es geht. Und dann schiebst du sie wieder ein bisschen nach vorne, ohne in ein falsches Hohlkreuz hier zu fallen oder in eine Hüftöffnung zu gehen. Zieh wieder die beiden Innenseiten zueinander. Lass das los, stell beide Füße auf und dann dreh den Block einmal eine Stufe höher, auf mittlere Höhe. Wenn du was anderes unter dir hast, vielleicht falt nochmal falten, dass du ein bisschen höher kommen kannst. Auch hier wieder den Punkt finden, du dich gut ablegen kannst. Bleib kurz hier, erde deine Fußsohlen. Und dann stell dir vor, du würdest dein Becken abheben mit der Einatmung und du bleibst noch auf dem Block. Aber spür schon mal diese Aktivität in deinen Beinen, die es braucht, um dich vielleicht nach oben zu schieben. Der Ausatmung loslassen. Nochmal, die Bewegung beginnt bei deinen Füßen, die du nach unten schiebst. Deine Beine werden stark. Ausatmen, loslassen. Und dann beim nächsten Mal Füße erden, Beine aktivieren und dann heb dein Becken ganz nach oben. Zieh den Block raus. Bleib hier. Jetzt erde wirklich deinen Großzehballen, die äußere Fersenkante. Spür, was das mit dem Rest deines Körpers macht, mit deinem Po. Atme aus, komm zur Matte. Zu Beginn etwas tiefer zu atmen und dich dabei zu bewegen. In der Einatmung heb dein Becken, die Arme gerne, wenn du magst. Ausatmen, beides synchron, wieder ablegen. Ein, wieder nach oben. Auch hier, diesmal lässt du die Knie nicht ausbrechen. Saug die Beininnenseiten zueinander. Wenn du einen Block hast, kannst du ihn gerne zur Hilfe nehmen, zwischen deine Oberschenkel platzieren und ihn dort zusammenpressen, um diese Aktion noch mehr zu üben, zu spüren.
immer wieder auf- und abtauchen. Spür, wie du hier stärker wirst, großzügiger atmest und alles langsam aktivierst, wärmst. Den Block zwischen den Beinen hast du da vornehmen, rausziehen. Komm noch einmal hoch. Nimm die Arme unter dich. Noch nicht die Hände verschränken, sondern wirklich die Handflächen nutzen, die Unterarme in den Boden schieben. Hier atmen. Dir nochmal diesen Block vorstellen, zwischen den Oberschenkeln zusammenpressen. Immer noch ganz leichter Auftrieb in der Einatmung, ganz leichtes Absenken mit der Ausatmung. Und dann zieh deine linke Hüfte zu deiner rechten Schulter, rechte Hüfte zur linken Schulter. Nochmal tief ein. Und in der Ausatmung senkst du dich wieder nach unten ab. Zieh beide Knie ran, massier deinen Rücken. Und dann schaukeln wir ein paar Mal auf und ab. Beim nächsten Mal kommst du ins Sitzen. Nimm dir das, was du gerne magst, dich erhöht zu setzen. Schließ die Augen hier. Hör dich atmen und durch diesen Fokus auf die Atmung beruhigt dein Geist. Wenn ein Gedanke kommt, dich raustragen möchte, springst du davon wieder ab. Ich stelle mir das immer vor wie so eine Wolke, die einen mitnehmen möchte. Du springst wieder zurück zu dir in deinen Körper. In die Atmung, bleibst in diesem Moment. Und dann atmen wir auch hier nochmal tief ein. Und dann, wenn du denkst, du hast alles eingeatmet, atme durch den Mund noch mehr ein. Und lass los. Dann atmen wir für 4 oder 5 oder 6. Du musst selber mal schauen, welche Höhe du nach oben steigen kannst, quasi mit deiner Atmung. Atmen wir für 4 Takte ein, immer mit ganz kleinen Pausen zwischen der Einatmung. Das heißt, 1/4, halten, weiter ein,
halten, ein, halten und komplett ein. Halte die Luft an, presse alles zusammen, zieh die Sitzknochen zueinander und dann schieb die Energie nach oben. Und dann ausatmen. Direkt wieder ein, zähl deine Zahl. Mach das für dich weiter. Halte die Luft genauso lang an, wie du eingeatmet hast. Das weiter, genieß vor allem das Ausatmen, diesen anstrengenden Weg nach oben. Dann genieß die Pause in der Fülle und dann wirklich release, drop alles, lass los mit jeder Ausatmung. Lass hier wirklich Anspannung sich aufbauen, die du wieder loslassen kannst. Letztes Mal. Finde wieder den hörbaren Ujjayi-Atem, ganz rauschend fließend. Wenn du Blöcke benutzt hast, leg sie nach vorne an den Anfang deiner Matte. Und dann komm einmal in den herabschauenden Hund. Werd auch hier stark. Atme tief. Ich habe eine ganz leichte Beugung in deinen Beinen. Die Fersen müssen gar nicht zum Boden kommen, aber streck die Sitzknochen mehr nach oben auseinander. Werd wirklich ein Dreieck hier. Und dann auch hier zieh die linke Schulter zur rechten Hüfte. Rechte Schulter zur linken Hüfte. Atme tief ein. Weit aus. Roll dich vor in ein langes Brett. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn sinken. Halt den Bauch dabei aktiv. Komm in die Kobra, atme ein. Herabschauender Hund, atme aus. Roll dich wieder vor ins Brett. Diesmal komm in den Vierfußstand, knete dich hier ein bisschen durch, Katze, Kuh im Wechsel oder alles, was sich gerade gut anfühlt. Setz du einmal hinten die Zehen unter, setz dich auf die Fersen, wenn das für dich geht. Bring hier einen schönen Stretch in deine Fußrückseiten. Und dann streck die Arme nach vorne, nimm den rechten Arm über den linken. Greif deine Handgelenke oder vielleicht die Handflächen aufeinander ziehen. Und dann schieb die Schulter nach unten in den Körper und die Ellbogen nach vorne und oben. Finde eine leichte Rückbeuge hier.
saug den Bauchnabel rein, lass dich nicht einfach nur so nach hinten plumpsen, mach das über Länge, Kraft im Bauch und dann etwas nach hinten und atme in den Schultergürtel. Dann beginn hier Kreise zu ziehen mit deinen Ellbogen. Wechsel die Richtung. Löst es auf, streck die Arme nach oben. Ausatmen, verschränk einmal die Finger hinter deinem Kreuzbein. Rechter Daumen ist oben. Zieh die Faust nach unten und auch hier Bauchnabel rein. Jetzt würdest du aufstehen wollen. Finde Länge, lehn dich dadurch zurück. Tief atmen. Dann streck die Arme wieder nach vorne, linker Arm über den rechten. Finde auch hier die Adlerarme. Schau, was du greifen kannst. Und dann schieb die Arme, die Hände ineinander, ganz stark. Schultern wieder nach unten rollen, Ellbogen nach vorne, oben. Das hebt dein Herz etwas an. Hier atmen. Und dann wieder aktiviere alles, die Beine, als würdest du aufstehen wollen. Bleibst aber sitzen. Über diese Länge, diese Aktivität in den Beinen, komm mehr in die Rückbeuge. Und dann zieh auch hier Kreise mit den Ellbogen. Wechsel die Richtung. Löst das auf, streck die Arme über die Seiten hoch. Ausatmen, verschränk die Finger andersherum an deinem Kreuzbein, zieh die Faust wieder nach unten. Aktivier die Beine, zieh sie zueinander. Jetzt würdest du aufstehen wollen, Länge finden, lehn dich zurück. Löst das auf, streck die Arme nach oben und ausatmen, Hände nach vorne, herabschauender Hund. In der Einatmung rollst du dich vor in ein Brett. Aus, nochmal Knie, Brust und Kinn. Kleine Kobra, atme ein. Herabschauender Hund, ausatmen. Folg die Beine wieder ein bisschen, schau nach vorne. Und dann spring neben deine Hände links und rechts an. Deine Mattenkanten kommen in den Squat. Hände landen vor dein Herz, die Ellbogen schieben die Knie auseinander, mach den Rücken hier lang. Streck die Arme hier nach vorne. Versuch, ohne Plumpser oder einen kleinen Plumpser nach hinten zu kommen, die Beine zusammenschieben, komm ins Boot. Hier dich halten. Stell dir vor, dieser Block ist wieder da und den presst du zusammen. Der darf nicht runterfallen zwischen deinen Oberschenkeln. In der Einatmung lehnen wir uns etwas zurück, strecken die Beine. In der Ausatmung hol dich wieder hoch. Noch zweimal so ein. Aus. Ein. Und aus. Dann schwingen wir ganz zurück. Bring die Knie auf die Stirn. Atme hier, Beine sind gebeugt. Knie legen sich auf der Stirn ab. Roll wieder zurück ins Boot. Und dann versuch vielleicht ohne Hände wieder in den Squat zu kommen. Sonst helft ihr nach. Fingerspitzen zum Boden, komm in die Vorbeuge, Uttanasana. Lass den Kopf los, erde die Füße, beug auch hier etwas deine Beine. Roll dich nach oben, entstehen, streck dich lang. Aus, Hände vors Herz. Arme strecken, Urdhva wird lang. Ausatmen, falte tief. Rücken lang ein. Aus, loslassen. Rechter Fuß zurück, atme ein. Links dazu, herabschauender Hund. Fließ vor ins Brett ein. Aus, nochmal Knie, Brust, Kinn, Bauch ist aktiv. Kobra ein. Herabschauender Hund, ausatmen. Rechtes Bein heben, atme ein. Ausatmen, setz den Fuß nach vorne.
Linkes Knie kommt tief, hebt die Arme. Ausatmen, Hände nach vorne, Schritt nach vorne, Uttanasana. Komm nach oben mit langem Rücken, tief einatmen und aus, verbeug dich. Rücken lang ein, aus, falte. Linker Fuß zurück, rechts dazu, Adho Mukha. Vor ins Brett einatmen. Aus auf deinem Weg, Chaturanga oder Knie, Brust, Kinn. Kobra oder heraufschauender Hund, atme ein, halt den Bauch aktiv. Herabschauender Hund, ausatmen. Linkes Bein heben ein. Ausatmen, Fuß nach vorne setzen. Rechtes Knie kommt tief, hebt die Arme, atme ein. Ausatmen, Hände nach vorne, Vorbeuge. Komm hoch und stehen, Urdhva, streck dich. Ausatmen, Hände sinken vors Herz. Hier einmal tief einatmen. Locker aus. Streck dich lang, atme ein. Ausatmen, Vorbeuge. Hände aufsetzen, geh oder spring zurück in dein Brett. Komm auf deinem Weg tief. Kobra oder Abdog einatmen, wenn du im heraufschauenden Hund bist, beug die Arme leicht. Schieb dich zurück, herabschauender Hund. Hier tief ein, weit aus. Streck dein rechtes Bein nach hinten oben. Ausatmen, setz den Fuß nach vorne. Linkes Knie zum Boden, Arme nach oben strecken. Diesmal Arme nach vorne. Rechter Arm über den linken, finde wieder die Adlerarme. Zieh die Ellbogen hoch. Jetzt wieder, um tiefer in die Rückbeuge zu kommen, saug die Beininnenseiten zueinander. Schieb diesen rechten Fuß vor allem in den Boden. Finde erst Länge, 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 wieder als würdest du aufstehen wollen. Dadurch lehn dich etwas zurück. Atme, press die Arme zusammen. Löst das auf, streck die Arme über die Seiten hoch. Ausatmen, Hände zum Boden. Schritt nach vorne, Uttanasana. Öffne die Füße, Matten weit, setz dich tief in den Squat, Hände vors Herz. Einmal tief einatmen, weit aus. Hände nach vorne, lass dich zurückplumpsen. Beine zusammen, komm ins Boot, streck dich direkt, aktivier deine Beine. Einmal lehn dich etwas zurück, atme ein. Ausatmen, curl dich wieder hoch. Schwing zurück, kleiner Babypflug, die Knie landen auf der Stirn. Roll dich wieder zurück ins Boot. Und dann öffne die Füße wieder, komm in den Squat, Hände vors Herz. Finger zum Boden, komm in die Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen mit langem Rücken, steig auf nach oben, Urdhva. Und ausatmen, falte mit Länge wieder nach unten. Hände aufstellen, dein Weg, geh oder spring ins Brett. Chaturanga oder Knie, Brust, Kinn. Wir treffen uns im herabschauenden Hund. Hier atmest du tief ein und weit aus. Heb dein linkes Bein, atme ein. Ausatmen, Fuß nach vorne. Rechtes Knie tief, heb die Arme. Und dann streck sie auch hier einmal nach vorne auf Schulterhöhe. Linker Arm geht über den rechten. Adlerarme, presst die Arme ineinander. Und dann saug wieder erst die Beininnenseiten zueinander. Diese Kraft. Schieb alles nach oben, oben, oben in die Länge und dann in die Rückbeuge. Atme. Löst es auf, Arme über die Seiten strecken, hoch. Aus, Hände zum Boden. Schritt nach vorne, Uttanasana. Füße wieder mattenweit, setz dich tief in den Squat. Hände nach vorne, komm auf die Sitzknochen und in das Boot. Ein, lehn dich zurück, streck die Beine lang. Aus, hol dich hoch. Flug, schwing wieder zurück, Knie auf die Stirn.
Wenn du weitergehen willst, die Füße hinter dir den Boden berühren, mach das, streck die Beine aus, musst du aber nicht. Hier einmal tief ein und ausatmen. Diesmal komm nur zurück auf den Rücken, dass du die Füße vor dir aufstellen kannst. Wie am Anfang, komm in die Schulterbrücke, heb gerne die Arme mit an, atme ein, aus, wieder absenken. Mach das mit deiner Atmung, spür, sie es vielleicht schon viel leichter fällt als am Anfang der Stunde. Zieh die Knie ran, mit etwas Schwung komm zurück ins Boot, öffne die Füße in den Squat. Hände zum Boden, Vorbeuge, Uttanasana, atme hier tief ein. Und dann platter gerne mit den Lippen alles aus. Mit langem Rücken nach oben stehen, streck dich. Hände vors Herz, schließ die Augen. Atmen. Sitz die Füße eng, Utkatasana. Dann verlager Gewicht auf deinen linken Fuß. Nimm dein rechtes Bein um dein linkes. Und wenn du kannst, nochmal hier deinen Fuß um die linke Wade legen. Musst du nicht. Die Zehenspitzen können auch neben dem Fuß sich einfach aufstellen. Setz dich wirklich, wirklich tief. Steck die Arme wieder nach vorne. Rechter Arm über den linken. Zieh die Ellbogen hoch. Und jetzt schieb die Beine ineinander. Dadurch Länge gewinnen und eine kleine Rückbeuge hier finden. Adler Arme, Adler Beine. Atme hier. Langsam erst die Arme lösen, nach oben strecken, dann das rechte Knie vor die Brust. Kipp nach vorne und nach hinten, finde Krieger 3. So, die Arme können nach vorne, zu den Seiten oder nach hinten, was besser für dich passt. Atme. Komm ein bisschen nach vorne, zu den Seiten, nach hinten auf deinem linken Fuß, bis du wirklich hier deine Balance gefunden hast. Und stark wirst in der Mitte und von da aus streck dich aus, den Kobra im Oberkörper. Atme. Beug dein linkes Bein, der rechte Fuß landet hinten, High Lunge. Ausatmen, twiste einmal nach links, zieh dich hier auseinander, sink tiefer in deine Beine. Linke Hand über unten nach oben. Ausatmen, Krieger 2. Lehn dich zurück, reversed. Ausatmen, schlag ein Rad. Beide Hände innen an deinen linken Fuß, wander den etwas nach außen. Sink tief mit deiner Hüfte. Versuche nicht zu kollabieren, irgendwie runter oder rund zu werden. Streckst dich lang, Herz nach vorne, rechte Ferse nach hinten. Atme. Und dann wechseln wir hier. Bringst den linken Fuß zurück ins Brett, nimmst den rechten Fuß nach vorne neben den rechten kleinen Zeh, atmest ein, aus, zurück, wechsel die Seite ein paar Mal. Dein eigenes Tempo. Kannst ein bisschen rund werden, wenn du dich ins Brett drückst, lang den Rücken strecken, wenn dein Fuß vorne landet. Eine schöne Öffnung erfährst an der Oberschenkelvorderseite. Und dann kommen wir zurück in den herabschauenden Hund. Atme hier tief, tief ein. Weit aus. Fließ vor ins Brett, atme ein. Auf deinem Weg tief kommen. Cobra oder Dog ein.
Down Dog aus. Komm hoch auf die Zehenspitzen, schau vor und dann springst du in den Squat. Hände vor dein Herz. Weißt, was kommt, streckst die Arme vor, setz dich in das Boot, lehn dich einmal nach hinten ein, ausatmen, curl dich hoch, schwing wieder zurück in den Flug, entweder Babyflug oder streck die Beine aus. Roll dich wieder auf den Rücken, um die Füße aufzustellen. Einatmen, heb dein Becken und diesmal verschränk die Finger an deinem Rücken. Lauf die Schultern enger zusammen. Stell dir vor, der Block ist da zwischen den Oberschenkeln. Press den zusammen über die Beinkraft und dadurch, dass du die Füße in den Boden schiebst, finde mehr Öffnung im Brustkorb. Hier atmen. Hände lösen, langsam zurück auf den Rücken, Knie ranziehen, schwing dich wieder ins Boot, wenn du magst, ohne Hände in den Squat, Hände zum Boden, Vorbeuge, lass los, tief, tief einatmen und seufzend aus. Füße etwas enger, Utkatasana. Gewicht auf deinen rechten Fuß. Das linke Bein wickelt sich von vorne einmal rum oder sogar zweimal. Schieb die Beine zusammen, streck die Arme nach vorne. Linker Arm über den rechten. Und du setzt dich tief, stellst dir aber gleichzeitig wieder vor, du stehst auf. Über Beinkraft, über Länge finde ich eine Mini-Rückbeuge. Ganz langsam erstmal die Arme lösen, nach oben strecken und dann kommt das linke Knie zur Brust. Und dann kippst du wieder nach vorne und hinten, findest deinen Krieger 3. Vielleicht nimmst du die Arme mit nach hinten. Das ist die einfachste Variante. Und dann kannst du hier daran arbeiten, Kobra im Oberkörper. Finde deinen Stand. Schieb dich von da aus auseinander. Rechtes Bein beugen, der linke Fuß landet hinten, Heiland, streck die Arme hoch. Ausatmen, Twist zur rechten Seite, sink tief, tief in die Beine. Rechte Hand über unten nach vorne und oben. Und dann öffne dich, Krieger 2. Reverse, lehn dich zurück. Ausatmen, beide Hände innen an deinen rechten Fuß. Du läufst den etwas nach außen. Sei hier. Streck das Bein durch, schieb dein Herz nach vorne. Länge. Diesmal linkes Knie zum Boden. Nimm dir eins deiner Hilfsmittel, dass du entweder die Handgelenke ein bisschen entlasten kannst, gleich machst du 2 Fäuste oder einfach, um dir den Boden näher zu holen. Wenn du kannst, leg die Unterarme ab. Lass dein Becken noch mehr los.
tief einatmen hier. Weit aus. Streck das linke Bein. Nimm dein Hilfsmittel mit. Dreh dich einfach zur anderen Seite. Gleiches Spiel hier. Einmal einatmen, weit aus. Streck die Arme wieder durch, streck das rechte Bein. Dreh dich wieder nach vorne zu deinem gebeugten rechten Bein. Setz die Hände auf, komm zurück in den herabschauenden Hund. Bleib nochmal hier im Hund, beug wieder die Beine ganz bisschen, um die Sitzknochen mehr nach oben zu schieben. Schließ dann langsam vor in ein langes Brett, atme ein. Und aus, senk dich als Brett zum Boden ab. Mach die Beine stark, setz den Fußspann hinten auf. Und dann heb dein Herz, komm in die Kobra, halte dich hier, streck die Arme nach hinten, verschränk die Finger ineinander. Und dann, als würde jemand dich an den Unterarm mehr nach hinten und oben ziehen, heb dein Herz mehr an. Finde auch hier wieder einen leichten Auftrieb mit der Einatmung. Sink etwas ab mit der Ausatmung. Und dann nutz wieder deine Beine. Zieh die Beininnenseiten zueinander, als wäre ein Magnet. Schieb den Fußspann in die Erde. Nutz die Kraft, um mehr Länge wirklich nach vorne zu schießen. Und dann Hände unter deine Stirn. Lass hier einmal alles los. Spann die Beine. Beweg dein Becken hin und her. Nochmal, Beine stark, komm mal erst in die Kobra und dann entweder machst du es wie gerade, verschränkst die Finger wieder an deinem Rücken oder du winkelst deine Beine an, flexst deine Füße und dann greif deine Fußgelenke. Ziehen dich deine Füße mehr nach oben, wenn dein unterer Rücken hier okay ist. Bleib hier und heb vielleicht noch die Oberschenkelansätze vom Boden weg. Hier atmen, alles nach oben, oben, oben. Hier wollen die Beine eher zusammen. Letztes Mal einatmen und ausatmen. Leg dich wieder ab. Entweder Stirn auf deine Hände oder den Kopf auf eine Seite drehen. Entspannen. Und die Hände neben den Rippen aufstellen, schieb dich einmal in Child's Pose. Werd hier rund. Und dann komm wieder in Adho Mukha, den herabschauenden Hund, zurück.
Lauf mit kleinen Schritten zu deinen Händen. Falte hier nochmal tief. Jetzt öffnen wir die Beinrückseiten etwas. Findest deine Vorbeuge, kannst Yogi Toe Lock, deine großen Zehen greifen, dich tiefer ziehen. Ich magst du deine Arme, deine Beine umarmen oder mit deinen Händen unter deine Füße laufen, dann wirklich ganzen Handrücken am Boden spüren, so dass deine Zehen schon, deine Handgelenke, deine Unterarme hochlaufen. In jedem Fall ziehst du nochmal den Rücken lang in der Einatmung und dann mit dieser Länge falte dich tiefer. Sei hier. Spiel auch hier so ein bisschen mit deinem Gewicht, dass du nochmal eine andere Öffnung spürst in deinen Beinen. Löst es auf, beug die Beine etwas, roll dich langsam nach oben in Stehen. Streck dich hier nochmal lang, aus, Hände vors Herz. Einatmen, lang strecken. Ausfalte dich tief, schließ gern die Augen. Vertraue deinem Körper, der kennt die Bewegung. Streck den Rücken nochmal lang, atme ein. Aus, lass los. Rechter Fuß zurück. Links dazu, herabschauender Hund. Einatmen, vorrollen. Brett und dann lässt du dein Becken los, kommst hier in eine Variante vom heraufschauenden Hund, die Beine sind durchgestreckt in der Luft. Atme aus, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Streck dein rechtes Bein nach hinten oben. Ausatmen, Fuß nach vorne. Komm hoch, High Lunge. Und aus, direkt in den Twist nach rechts. Die Hand über unten nach oben. Aus, öffne dich nochmal, Krieger 2. Lehn dich zurück, Reverse. Aus, schlag ein Rad wieder innen an den rechten Fuß, wander den Fuß weiter nach außen. Bleib hier, atme tief ein. Aus, wechsel wieder die Seite. Komm ans Ende deiner Matte, beug dein linkes Bein, streck das rechte, auch hier einatmen. Weit aus. Komm wieder nach vorne zu deinem rechten Fuß. Linker Fuß nach vorne, Uttanasana. Tauch auf und stehen, Urdhva weit lang in der Einatmung. Aus, beug dich wieder nach unten vorn, schließ wieder gern die Augen. Zieh den Rücken nochmal lang ein. Aus, loslassen. Linker Fuß zurück. Rechts dazu, Ahnung. Der Einatmen, roll dich nochmal vor ins Brett. Aus, auf deinem Weg tief kommen. Cobra oder Updog, ein. Herabschauender Hund aus. Linkes Bein heben ein. Aus, setz den Fuß vor. In der Einatmung kommst du hoch, High Lunge. Aus, finde den Twist. Linke Hand über unten nach oben. Aus, Krieger 2. Reverse, einatmen. Ausatmen, beide Hände innen an, den linken Fuß, den wieder ein bisschen nach außen wandern. Diesmal kommt wieder das rechte Knie tief. Und du drehst den linken Fuß etwas auf und lässt auch das Knie ein bisschen sich nach außen öffnen. Ein bisschen tiefer in die Hüftöffnung.
Und dann wechseln wir wieder die Seiten. Drehe dich nach hinten zu deinem rechten Bein. Gleiches Spiel. Linkes Knie kommt tief. Drehe hier den rechten Fuß auf. Beug das Knie nach außen. Dann komm wieder zurück, drehe dich wieder nach links vorne. Komm zurück in den herabschauenden Hund. Schüttel dich hier aus, platter mit den Lippen. Schau nach vorne, entweder geh oder spring in den Squat. Lande hier. Hände vors Herz. Nimm dir deine Hilfsmittel schon mal links und rechts neben deine Matte. Gerne die Blöcke, wenn du hast. Setz dich wieder ab. Komm ins Boot. Und dann schwing direkt zurück in den Flug. Und von hier roll dich wieder auf den Rücken und stell die Füße vor dir auf. Von hier, wenn dir danach ist, nimmst du die Blöcke vielleicht doppelt gestapelt auf der flachen Seite, sodass du wieder eine breite Fläche hast, wo dein Rücken aufliegt. Nimm nicht den Block so hochkant, sondern auf jeden Fall breitflächig. Wenn du passiv üben möchtest, nimm also gerne die Blöcke, komm erstmal so in die Brücke. Oder wie eben, du verschränkst die Finger wieder unter deinem Rücken, kommst nochmal in die Aktion, schiebst dich so nach oben und hältst dich. Das heißt, entweder passiv oder die Schulterbrücke für 10 Atemzüge. Danach machen wir kurz Pause und gehen ein paar Schritte weiter. Deswegen wähle jetzt bedacht, was dein Körper braucht, was sich gut anfühlt. Sei hier, spann dich auf. Und dann ganz, ganz langsam löst die Position. Füße matten weit, die Knie fallen zusammen. Und dann leg die Hände entweder auf den Bauch, vielleicht auf dein Herz oder die Handflächen aufeinander und die Daumenwurzel an den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Dann entspannen hier. Füße wieder etwas enger stellen. Wenn du kommen magst, auch unter deinen Rücken legen. Wenn dein Unterrücken staucht, sich irgendwie gut, nicht gut anfühlt, komm wieder eine Stufe tiefer. Die Position ist nicht besser, nur weil du höher kommst mit deinem Becken. Wenn du ins ganze Rad kommen möchtest, schau, dass du mit deinen Mittelfingerspitzen deine Fersen berühren kannst. Und dann legst du deine Hände neben deine Ohren und die Fingerspitzen sind unterhalb deiner Schultern. Jetzt kommen wir erstmal auf die Krone des Kopfes. So, du schiebst dich hoch,
Setz die Krone auf am Boden. Jetzt hier, die Knie wollen auseinanderdriften. Stell dir wieder vor, da sind Magnete an den Beininnenseiten. Und auch die Ellbogen wollen auseinanderdriften. Zieh sie zusammen. Halte diese Aktivität. Aktiviere deinen Bauch. Und dann presst dich vom Boden weg. Streck die Arme durch. Atme hier. Halte die Aktivität. Die Ellbogen ziehen zueinander. Die Knie ziehen zueinander. Auch hier, wenn es staucht im unteren Rücken, komm raus. Üb eine andere Position, wenn du im ganzen Rad bist. Atme tief. Bleib, wenn du kannst, wenn du magst, auch hier wieder 10 Atemzüge. Und probier dich einfach aus. Vielleicht klappt es heute, vielleicht nicht. Du hast viele Varianten, die du üben kannst. Bleib achtsam bei deiner Atmung, egal ob du passiv oder aktiv übst. Langsam, langsam kommst du wieder raus. Diesmal ziehst du die Knie ran und gibst dir noch einmal eine Massage am Boden. Dann öffnen wir nochmal die Füße mattenweit, breiten Arme aus, gehen in einen leichten Twist. Wir wollen jetzt keine tiefe Rückbeuge mehr hier. Deswegen einfach passiv, Füße sind weit, die Knie fallen nach links. Dreh gerne den Kopf nach rechts. Und wenn das für deine Knie okay ist, kannst du den linken Knöchel von oben auf deinen rechten Oberschenkel legen. Und dann lass dich hier los. Löst den Fuß, komm zurück in die Mitte und dann auf die andere Seite. Lösen, wieder auf den Rücken rollen, noch einmal die Knie ranziehen. Und dann spür mal, was du jetzt noch brauchst. Vielleicht fühlt sich Happy Baby gut an, dann kannst du nochmal den unteren Rücken schön flächig an den Boden dich anschmiegen lassen. Vielleicht ist dir aber auch
Nach einer Vorbeuge, dann schwing dich nochmal hoch, falte über deine Beine, vielleicht bringst du die Fußsohlen aneinander, die Knie klappen auf. Doch hier hast du nochmal 10 Atemzüge Zeit für dich. Löst es langsam. Und dann werden wir nochmal rund. Du kannst, wenn du magst, nochmal in den Flug kommen. Und diesmal aber die Knie an deinen Schläfen vorbei Richtung Ohren sinken lassen. Die Beine sind etwas gebeugt. Und vielleicht legst du deine Arme, deine Hände auf deine Waden, auf deine Füße. Wenn du noch weitergehen magst, vielleicht kommen die Knie in deine Achselhöhlen und du bist hier richtig das Paket. Bleibst hier nochmal für 10 Atemzüge oder der Pflug einfach umgedreht, schwingst dich nochmal nach oben, streckst die Beine aus, hältst auch hier eine gute Beugung und faltest so über deine Beine und versuchst auch hier Knie in die Ellbogen zu bringen, den Kopf loslassen. Schau mal, was jetzt mir zusagt. Und dann zum Abschluss nochmal tief durch die Nase einatmen. Aus dem Mund aus. Komm langsam raus. Und dann nimmst du dir alles für Shavasana. Leg dir in jedem Fall das Kissen oder was du hast, vielleicht auch Decken unter deine Knie. Und dann machst du es dir gemütlich. Erinnere dich nochmal an den Anfang. Thank you.
an den Anfang, als wir das Pranayama geübt haben. Dieser Aufstieg der Einatmung, dieser Release in der Ausatmung. Und dieses Loslassen mit der Ausatmung übst du jetzt auch hier. Auch wenn der Atem langsam weicher wird. Gerne nochmal mit einem Sound, mit einem Seufzer ausatmen, wenn du magst. Und dann darf dein Körper schwer nach unten sinken. Du wirst weicher, entspannst deine Haut am gesamten Körper.
Weck dich langsam wieder auf. Wenn du merkst, möchtest noch eine Weile länger liegen bleiben, mach das gerne. Und wenn du bereit bist, so gerne noch mal ins Sitzen kommen zum Abschluss der Stunde. Im Sitzen das Anjali Mudra finden, die Handflächen aufeinander legen, Brust, Daumenwurzeln berühren, den Brustkorb, richtest dich noch mal auf, schließt deine Augen. Und dann finde Dankbarkeit hier und übe dich darin. Spür, wer in deinem Herz, in deinem Geist Platz nimmt. Du denkst an, für wen du dankbar bist gerade. Für was? Bedanke dich auf jeden Fall bei dir selbst, bei deinem Wunderwerk an Körper, die Zeit, die du dir nimmst, für deine Gesundheit. Und dann atmen wir noch mal ein. Und locker aus. Neig die Stirn zu den Fingerspitzen. Und schenk dir selbst ein Lächeln.